Auf der Notfallstation des Universitätskinderspitals Beider Basel werden pro Jahr knapp 36.000 Kinder und Jugendliche mit leichten und schweren Verletzungen und Krankheiten rund um die Uhr behandelt. Kommt ein Kind auf den Notfall, wird es als erstes von einer erfahrenen Pflegefachperson untersucht. Sie legt die Dringlichkeit der Behandlung fest. Kinder, deren Beschwerden nicht so akut sind, brauchen meist etwas mehr Geduld. Denn es kommt vor, dass Patienten, die später auf die Notfallstation gekommen sind, vor ihnen behandelt werden. Die Fachpersonen kümmern sich trotzdem so rasch wie möglich um alle Kinder. Bei der Anmeldung werden alle Formalitäten erledigt. Anschließend können die Patienten in der Wartezone Platz nehmen. Bevor sie jedoch etwas essen oder trinken, sollte das Pflegepersonal gefragt werden. Kinder, die sich in einer sehr akuten oder lebensbedrohlichen Situation befinden, werden umgehend zu einem Arzt oder einer Ärztin gebracht und versorgt. Es spielt dabei keine Rolle, auf welchem Weg sie ins UKBB kommen. Ist ein Kind an der Reihe, wird es zusammen mit seiner Begleitperson von den Pflegenden in der Wartezone abgeholt und ins Untersuchungszimmer geführt. Dort werden die entsprechenden Abklärungen vorgenommen. Nachdem das Kind untersucht worden ist, werden die weiteren Behandlungsschritte mit den Eltern besprochen. Wenn das Kind geröntgt oder Blut im Labor analysiert werden muss, kann es eine Zeit dauern, bis die Ergebnisse zur Verfügung stehen. Auch hier können Wartezeiten entstehen. Die Kinderärztin oder der Kinderarzt wird über den Besuch im UKBB und die getroffenen Maßnahmen informiert. Rund jedes zehnte Kind muss zur Sicherheit oder für weitere Abklärungen mindestens eine Nacht im UKBB bleiben. Alle anderen können nach der Behandlung nach Hause, um wieder ganz gesund zu werden. Das Team der interdisziplinären Notfallstation setzt sich täglich mit viel Engagement und Herzblut dafür ein, dass den kleinen Patientinnen und Patienten so rasch wie möglich geholfen werden kann.